Willkommen zurück, Freunde, bei Gothic 1. Wir sind immer noch im neuen Lager, haben eine Aufgabe bekommen und wollen uns doch mal erstmal mit den Alchemisten unterhalten. Sei gegrüßt. Ja, sei gegrüßt. Und zwar... Satoras schickt mich. Ah, komm näher. Ich bin bereits informiert. Hier, nimm diese Tränke. Da ist von jedem was dabei. Nun das... geh und bring uns die Fokussteine. Diese Artefakte sind unsere einzige Hoffnung. Machen wir doch gerne, machen wir doch gerne. So, das heißt, wir haben wahrscheinlich 10 Mana und 10 Heiltränke bekommen, würde ich jetzt einfach mal tippen. Könnten wir natürlich aufgrund unserer Faulheit auch mal nachgucken. Oh, wir haben einen besonderen Trank dabei. Stärke Bonus plus 3. Rein damit. Trank der Geschwindigkeit, Trank der Schnelligkeit. Aha. Geschicklichkeitsbonus. Rein damit. Sehr gut. Da ist von jedem was dabei. Sauber. Ich mag euch, Jungs. Ich mag euch. Ja, und dann wollen wir mal gucken. Gehen wir mal zu Lee. Vielleicht kriegen wir die schwere Söldnerrüstung, weil unsere Aufgabe so schwer ist. Hallo. Und zwar... Ich brauche eine Bett... Die Rüstungen! Gib mir die schwere Rüstung. Du bist noch nicht so weit, die... Ja, okay, schade. Mittelschwere Rüstung braucht man nicht, ne? Die tragen wir schon. Dann was beibringen brauchen wir auch nicht, weil wir haben... Nee, das dauert noch ein kleines bisschen. Wir sind immerhin Stufe 15. Das ist nicht verkehrt. So, und weil es jetzt so schön ist, können wir uns mal die Karte angucken. Warte, haben wir jetzt wieder den Warte mal, stopp. Was ist das denn hier? Ich dachte, wir haben den getrunken. Haben wir den jetzt doppelt oder was? Nee, okay, ich wollte gerade sagen. Komisch. War das jetzt ein Bug oder was war das? So, dann, egal. Weiter im Geschehen. Wo sind unsere Karten? Wir haben eine Karte bekommen. Und zwar... diese besondere Karte. Ah. Ja, das ist interessant. Den einen Fokusstein haben wir, ne? Wenn wir mal gucken auf der rechten Seite über ein Sumpflager, kann ich meine... Nee, kann ich nicht. Okay, also auf der rechten Seite. Ja. Das Pentagramm hier, du, es ist... Ich dachte, das alles klar, dann wissen wir ja Bescheid, wo wir eigentlich entlang müssen. Da müssen wir da unten entlang. Oh, da waren überall Orks, ne? Da waren ja fast überall Orks. Na gut, okay. Dann wollen wir mal. So. Na nun, wo ist denn der Gorn hin? Ist der Gorn wieder weg? Ist er wieder spazieren, der Junge, ne? Wir werden uns auf jeden Fall schlafen legen nach dieser langen Unterhaltung und einfach mal bis zum nächsten Morgen schlafen. Jawohl. Und dann wollen wir doch mal gucken, ja, wie es halt weitergeht, ne? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wir haben so und so, glaube ich, kaum etwas zum... Wir haben gar nichts mehr zum Handeln, ne? Deswegen müssen wir gar nicht in die Bar rein. Wo gehen wir jetzt als erstes hin? Oh, ich sehe schon. Wir werden erst... Wir werden erst in den Süden gehen. Das klang gerade komisch. Gehen wir erstmal in den Süden. Was mich auch interessiert ist, in der letzten Unterhaltung hat er gesagt, die Spannungen zwischen dem alten Lager erhöht sich. Das ist auch uncool. Das freut mich ja mal gar nicht. Aber warten wir mal ab. Jetzt gehen wir erstmal gucken, was so Sache ist, was wir machen können. Der Gorn steht wahrscheinlich unten wieder auf dem Weg, ne, der Haudegen. Nö. Tut er diesmal nicht. Wo ist er hin? Komisch. Ich mag den Gorn. Der ist gut drauf. Na, wie geht's dir? Na, mein Freund? Mann, was willst du? Ich wollte nur mal so gucken, was Sache ist, ne? Die Bauern sehen durstig aus. Ich kümmere mich drum. Mach dir keine Sorgen. Ja, es freut mich doch zu hören, dass du dich immer noch darum kümmerst, ne? Hopp, hopp. Ach, wie schön, wie sich alles entwickelt hat. Kapitel 3 läuft auf jeden Fall. Müssen wir mal gucken. Was ich schade finde, ist, dass wir keinen tollen Händler haben, der uns zwei Handwaffen verkauft. Ah, ich weiß nicht. Ich habe ja schon gesehen, der Lee trägt ja auch so eine unglaublich dicke Axt, ne? Finde ich ja auch total cool. Aber, ja.
So, lass mal gucken. Wir sind jetzt hier. Das heißt, wir müssten... Boah, wir müssen den Weg hier links hoch, ne? Oh, ohne Witz. Das heißt, wir dürfen uns jetzt mit den Snappern schon beschäftigen. Ja, Freunde, jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund, die Snapper. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Die Snapper müssten ja noch da sein, oder? Zumindest zwei müssten noch da sein. Es sei denn, durch die Kapitel haben sie wieder alle dazu getan. Nee, da sind sie doch, unsere Freunde. Dann wollen wir mal eben speichern. So, meine Snapper-Freunde, kommt mal ran hier. Wir haben eigentlich eine sehr gute Rüstung. Ah, jetzt reagiert er auf uns. Ja, komm mal ran, komm schon. Komm. Wir sind ein Meister der Zweihand. Du wirst keine Chance haben. Und so viel Schaden darfst du auch gar nicht mehr verursachen, weil wir halt nun mal gut sind. Sag ich doch. Ist doch kein Problem mehr mit den Snappern. Da müssen wir auch gar nicht warten. Da können wir eigentlich direkt drauf da, ne? Direkt drauf da. Komm schon. Werd aggressiv. Na, kippst du jetzt oben? Also das Kampfsystem ist manchmal komisch. Jetzt haben wir ihn wieder so oft getroffen, aber irgendwie ist nichts passiert. Aber was soll's, was soll's. Immer weiter. Oh, oh, was ist das denn? Nee, 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 nee. Warte, der kommt jetzt nicht hier hoch, ne? Bitte nicht. Wo ist unser Fleisch? Erstmal in aller Ruhe wieder snacken. Das Schöne ist ja, dass wir mit jedem Level-Up haben wir... Nanu, wir essen und heilen uns nicht. Dass wir mit jedem Level-Up auch Leben dazu bekommen, das finde ich ist eine sehr coole Sache. Jetzt müssen wir mal gucken, was bist du denn für ein Vieh, sag mal, Kollege? Was bist du? Ein Bluthund! Na? Komm schon her! Oh, ah, okay. 4 Zähne. Finde ich super. Ein Ring hat er hier. Ein Ring hat er hier gebunkert. Und einen Trank. Lecker, lecker. Nehmen wir natürlich gerne mit. Tja, Freunde, jetzt geht's los. Jetzt sind wir schon im dritten Kapitel und wir dürfen uns hier schon ja, mal so in die High-End-Gebiete wagen. Ne? Findet ihr nicht? Ich finde es auf jeden Fall saucool. Saucool. Die Geschichte nimmt richtig an Fahrt auf. Der Schläfer ist doch nicht irgendwie... Ein guter Junge, ja, ein Good Boy, ein Bad Boy ist das. Ein Erzdämon trägt die Sache, ne? Aber wer hat denn das erraten? Ah, dass das ein Erzdämon ist. Frage ich mich wiederum auch schon. Der ist ein böser, böser Erzdämon, ja. Der haut uns alle um. Das wird doch lustig. Wenn das ein Endkampf wird, eieiei. Ich hoffe, wir sind dann stark genug. Aber ich glaube schon. Zumindest will ich es hoffen. Oh! Warum kämpfen dann Feuermagier? Okay. Du bist lieb, oder? Werter Feuermagier. Milton! Sei gegrüßt. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir von deinen großen Taten dort erzählt. Ja, cool. Ich bin beeindruckt. Du bist sehr stark geworden. Man tut, was man kann. Ja. Ja, ja. Immer bescheiden, was? Natürlich. Natürlich, aber du sag mal, was machst du hier? Was machst du hier? Nicht weit von hier befindet sich ein uraltes Stonehenge, in dessen Mitte der Eingang zu einem unterirdischen Gewölbe liegt. Eine Art Gruft? Ja, sowas in der Richtung. In dieser Gruft gibt es etwas, das ich gerne haben würde. Oh, Milton, Milton, du, ich bin auf der Suche nach einem Fokusstein. Ich hoffe doch nicht, du auch, oder? Ich suche nach einem Fokusstein. Er muss irgendwo hier in der Gegend sein. Hört sich fast so an, als ob wir beide etwas am gleichen Ort suchen würden. Na, okay. Warum gehst du nicht in die Gruft und holst dir, was du suchst? Ach, das ist nicht so schnell erzählt. Dafür müsste ich etwas weiter ausholen. Erzähl, ich habe Zeit. Ja. Nun gut. Nach der Erschaffung der magischen Barriere, die uns alle hier gefangen hält... hat einer der beteiligten Magier ein magisches Artefakt dort unten versiegelt. Okay. Das Artefakt wurde versiegelt? Ja, ein mächtiger Bannzauber bewirkt, dass der erste Grabräuber, der sich den Fokus unter den Nagel reißen will,
zu einem Dasein als ruheloser Untoter verflucht wird, der fortan diese Gruft vor allen nachfolgenden Grabräubern beschützen soll. Wie kommst du dann an diesem Bannzauber vorbei? Das ist nicht mehr nötig. Vor einigen Jahren war ein Erzbaron, der zum Zeitvertreib Orks jagte, unvorsichtig genug, die Gruft zu betreten. Nun ist er der Wächter über alle Schätze dort unten. Das ist natürlich klasse. Das heißt, wir müssen ihn wahrscheinlich umhauen, um an unseren Fokus zu kommen, ja? Ist dieses Artefakt einer der 5 Fokussteine? Genau. Dann kennst du die Geschichte der 5 Fokussteine wohl schon. Nö. Jetzt sag bloß, du bist auch hinter diesem Fokus her. Nein, der Fokusstein interessiert mich nicht. Ich suche einen orkischen Talisman. Na gut, dann lass uns gemeinsam hingehen, ne? Was hat es mit diesem Talisman auf sich? Ich vermute, sein ehemaliger Besitzer benutzte ihn, um sich wütende Orks vom Hals zu halten. Wenn ich recht habe, kann der Talisman von großem Nutzen sein. Oh, das klingt aber nicht schlecht. Na gut, dann komm. Wir sollten die Gruft gemeinsam ausheben. Du bekommst den Talisman und ich den Fokusstein. Einverstanden. Aber da gibt es noch ein kleines Problem. Ein Problem? Ja, der Wächter da unten in der Gruft. Ja, kann man ihn nicht in handliche Stücke zerlegen? Zumindest nicht so einfach. Er scheint gegen die Wirkung normaler Waffen extrem widerstandsfähig zu sein. Lass mich raten, du hast bereits einen Plan dafür, richtig? Einen Plan habe ich schon, aber ich kann ihn nicht alleine durchführen. Oh Mann. Lass hören. Ich habe hier eine Spruchrolle, die einen sehr mächtigen Zauber enthält. Der Zauber vernichtet jeden Untoten, der davon getroffen wird. Damit sollte das Ausheben der Gruft ein Kinderspiel werden. Ja, also nicht ganz. Der Wächter hat mittlerweile Gesellschaft bekommen. Mhm. Wahrscheinlich nachfolgende Grabräuber, die wenig erfolgreich waren. Ich war bereits einmal dort unten und wäre fast getötet worden. Einer alleine kann da nicht viel ausrichten. Okay, das heißt, wir müssen die Spruchrolle auf den Letzten dann anwenden, ja? Gib mir die Spruchrolle und wir heben diese Gruft gemeinsam aus. Gut, sehr gut. Ich hoffte, du würdest das sagen. Ja, Logo. Wir haben aber nur diese eine Spruchrolle. Benutze sie für den Wächter. Die anderen Untoten kann man auch im normalen Kampf besiegen. Verstehe. Also, wo geht es zum Stonehenge? Folge mir. Oh, nein, stopp. Milton. Mein Gott, jung. Du bist zu jung, um zu sterben. So, besonderen Trank haben wir nicht. Wir haben aber noch lecker Fleisch. Ich hoffe, der Milton kann mir da verzeihen. So ein bisschen Essen muss halt sein. Ist gesund, Freunde. Aber ist doch absolut cool. Gefällt mir richtig. So, wir können auf jeden Fall hier mal auf Diego speichern. Dann müssen wir einmal zurückgehen auf die Spruchrolle. Wo hatten wir sie denn? Eine mächtige Untote vernichten. Genau, so. Den legen wir schon mal auf die 4. Und damit das natürlich dann auch vonstatten geht, gucken wir mal eben kurz, was hatten wir für einen Ring bekommen? Lebensenergiebonus war das jetzt, ne, oder was? Ja, Tatsache, ich glaub's nicht. Okay, gut, dann, läuft das soweit. Dann, folge mir ist gut. Ich war hier noch nie hier oben. Ich würde mich auch am liebsten ein bisschen umgucken, wenn du nichts dagegen hast, ne, Milton? Mein Freund, wir haben eine lange Freundschaft vor uns, mein Guter. Du bist echt eine Tafel, der ist ein feiner Kerl, ist er. Das ist ein feiner Kerl, auf den kannst du dich auf jeden Fall verlassen. Und da geht's wahrscheinlich in die Höhle rein, ne? Ja, komm, lauf mal ruhig hier ein bisschen. Oh, jetzt sag mir nicht da unten. Ja, das müsste es aber schon sein. Das ist es. Hier sind wir. Der Stollen hier führt direkt in die Gruft. Dann statten wir den Wächter mal einen Besuch ab. Jo, gleich. Oh, Wahnsinn. Boah, hört ihr diese Musik, Freunde? Da wird mir anders. So, der Milton folgt mir jetzt. Das heißt, wir sind eigentlich eine sehr tolle Kombi. Muss man ja schon sagen. Ein Nahkämpfer, ein Fernkämpfer. Also in dem Sinne ein Nahkämpfer und ein Zauberer, ein Magier. Ist schon eine sehr coole Sache. Muss man schon sagen. Hut ab. Das ist eine absolute Best-Kombi ever. So. Du warst der Beißer, ne? Damals hatten wir noch Angst vor dir. Jetzt nicht mehr. 120 EP. Na, immerhin. So, was war da hinten? Oh, da ist ein Schattenläufer. Na, Milton! Hast du schon mal einen Schattenläufer kalt gemacht? Komm mal mit, Milton. Ich glaube nicht, dass wir ihn schaffen. Dafür sind wir nicht stark genug. So, komm. Wollen wir doch mal gucken, ja. Zack. Schöner Treffer. Ja. Oh mein Gott.
Schön drauf da. Schön drauf da, genau. Bleib da hängen. Nein, bleib da hängen. Oh mein Gott. Komm, hauen um mit deinen Zaubern. Wir wollen die Erfahrungspunkte melden. Ja, drauf da. Mit den Feuerzaubern. Den kriegst du klein. Hast du jetzt bald mal? Komm, Milton. Lass mich jetzt nicht hängen. Milton, du bist mein Mann. 400 Erfahrungspunkte. Was ein dickes Vieh, ey. Ist halt schon eine andere Kategorie hier, Freunde, ne? Meine Güte, das Fleisch, da können wir schon bald gar nicht mehr verwenden. Wir haben ja so viel Erz, ihr müsst verzeihen, dass ich da so ein bisschen sparsam bin. Aber wir werden uns auf jeden Fall in nächster Gelegenheit dann mal bei den Magiern die ganzen Heiltränke aufkaufen. Weil die Rüstung ist nicht allzu teuer, zumindest bis dato nicht. Und ja, mit den Heiltränken heilt man sich halt nun mal ein Stückchen schneller. Hat aber wunderbar geklappt. Jetzt können wir nämlich ohne Probleme hier irgendwie ein paar besondere Sachen aufheben, denke ich mal. Weil eigentlich beschützen soll es hier Viecher dann immer auch was, ne? Und wir könnten den Milton jetzt einfach über die ganze Map schleifen, ne? So wie es ausschaut. Zumindest glaube ich das mal. Deswegen nutzen wir doch einfach mal die Gelegenheit und nehmen den mal mit. Na, Jungs? Jojojojo, was ist denn? Na, komm her. Ja, der Nächste. Schön drauf da. Jawolle. Immer drauf da. Sehr schön. Sehr gut gemacht. Wie er immer trinkt, ne? Ich glaube, der trinkt immer einen Mana-Trank, weil er wenig Mana hat. So. Die nehmen wir natürlich alle aus. 1, 2, 3, 4 und Nummer 5 müsste es gewesen sein. So, und dann gehen wir noch in die Höhle, Milton, weil alleine rumlaufen macht keinen Spaß. Das ist natürlich genial, ne? Wenn der Milton jetzt wirklich die ganze Zeit mitkommen würde, das wäre der absolute Knaller, ne? Weil damit bist du dann im Grunde genommen für das gesamte dritte Kapitel so gut wie unbesiegbar. Also ich meine, den könnten wir jetzt rüber mit in den Wald nehmen, wenn man es könnte. Und da würden wir die anderen Schattenläufer halt umklatschen, die halt da wären. Also wäre schon cool. So ein Magier, der hat's drauf, der tut weh. Wenn er versteht, was ich meine. So, und dann in der Höhle waren wir nämlich auch nicht. Hier haben wir, glaube ich, auch noch so ein Kraut, ne? Was ist das hier? Steinwurzel, gib mal her. So, komm mal mit, Milton. Ich will wissen, was hier drin ist. Vielleicht finden wir irgendwas. Da, wo? Oh. Drachenwurzel. Stärketrank. So, ein Tränkelein, eine Axt, okay. Ja, und noch ein Heilwurzelchen. Was haben wir hier drin? Hallo? Eine Truhe, okay. Ja, sieht doch nett hier drin aus. Immerhin, eine Truhe. Und die geht sogar sofort auf. Ja, immerhin, dafür, dass sie sofort aufgeht, war ja nicht so viel drin. So, aber jetzt gehen wir mal in die Gruft. In die Gruft, Freunde. In die Gruft. Aber jetzt muss ich ja überlegen. Wir müssen 4 Fokussteine organisieren, ja? Das heißt, dass ich mir sogar denken kann, dass die anderen Kollegen bei den anderen Fokussteinen warten. Wenn der Lester, und hast nicht gesehen, Lester, Gorn und Laris dann da sind, das wär extrem cool. Würde ich mich drüber freuen. So, schon mal geheilt. Tränke hat sich nichts verändert. Jetzt werden wir hier nochmal speichern. Boah, das ist so ein schlimmer Sound, Freunde. Hallo. Ach du meine Güte. Ja, nimm doch mal deine Waffe. Ach du Schande. Boah. Das ist ein Witz. Hau ab hier. Oh mein Gott, ich kann hier... Ach, boah. Nee. Nee. Milton, hau sie alle um. Ich habe jetzt mit vielem gerechnet, Freunde, aber nicht mit sowas. Verfolgt mich noch einer? Nee, ne? Nee, alle auf Milton. Ich hoffe, der Milton überlebt das. Wir warten jetzt einfach mal. Ich weiß, das ist feige, aber... Boah, das ist ja der Hammer, ist das hier, ey. Gib mir mal eben... hier, genau. Schluck mal. Dafür lohnt sich das auf jeden Fall. Jawohl. Komm, noch einen. Sehr gut. Ah, der Milton packt die, ne? Oder? Oder geht er kaputt? Das wäre jetzt die Frage.
Komm, wir gehen da auch mal vorsichtshalber mal ran hier. Na? Na, kommt schon. Ihr Säcke hier. Mal da mit dem Anvisieren. Das ist immer so ärgerlich, ne? So, den da will ich. Na, komm schon her. Jawohl, haben wir dich auch. Und dich auch. Jawohl, den nächsten. Komm, Milton. Ja. Yeah. Und wie er keinen Schaden kassiert. Boah, Wahnsinn, ey. Die sind ja mal richtig übel, die Untoten, ey. Ich weiß schon, was wir uns kaufen werden, wenn wir... Ja. Wenn wir mal wieder bei den Zaubersprüchen sind. So, ich hoffe, wir hatten gespeichert, ne? So, bist du der Wächter direkt da, oder was? Oder bist du nur ein Zombie, oder was bist du? Ne, da geht ein Weg auch weiter entlang. Ne, komm, probieren wir halt einfach mal. Ne, das ist der Wächter, ne? Bist du der Wächter? Na, ich bin mir da unsicher. So, pass auf, gib mir mal die 4. Der Wächter, sag ich doch. Attack! Bumm. Boah. Was? Ne. Du bleibst bitte liegen. So, der Wächter hat dabei einen Schlüssel und ein orkischer Talisman. Sehr gut. Du hast den Talisman. Hier, Yo. Nimm ihn. So war unsere Abmachung. Danke, mein Freund. Ich vergesse niemanden, der mir geholfen hat. Du hast was gut bei mir. Ich gehe zurück ins alte Lager. Vielleicht sehen wir uns dort. Milton, mein alter Haudegen. Haust da rein. Und vielen, vielen Dank für deine Hilfe, mein Guter. Achso, der hat ja nichts mehr dabei, ne? Hier haben wir noch ein Tränkelein. Und dann haben wir natürlich einen Schlüssel. Dann mach mal auf hier. Wie? Der ist verschlossen? Na, klasse. Links. Ja, super, super, super. Links, links. Nee, zweimal links. Aha, das hat schon gereicht. Oh, Wahnsinn. Alles mitnehmen. Guckt euch das Erz an. Ah, schön. Ich liebe es. Ich liebe es. Es müsste, glaube ich, eine Sofort-Taste geben für so etwas. Haben wir irgendwie noch nicht herausgefunden. Komm, geh ran da. So, und direkt auf mit dir. Denn wir haben hier den Fokus unter dem Stonehenge. Sehr schön. Und natürlich wieder ordentlich Kohle. Also mit Erz wird man zugeschmissen hier, ne? Ah, jetzt zeigt er uns auch an, wie viel wir haben. Also bei aller Liebe, wir sind auf jeden Fall reich. Wenn wir nicht der reicheste Geselle hier sind, ne? Aber sowas von. So, was kann man hier mit dir machen? Gar nichts, ne? Aber eine coole Sache. Das war Fokus Nummer 2, den wir jetzt erbeutet haben. Und jetzt würde ich sagen, machen wir hier auf jeden Fall eine kurze Pause. Erstmal weg von der Musik. Oh, da kriegst du ja echt ein bisschen Muffensausen. Und ja, erstmal hier ein lecker gebratenes Fleisch, Freunde. Dann werden wir selbstverständlich hier auch mal speichern beim guten Diego. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir uns auf die Suche machen nach den anderen Fokussen. Bis dahin.